Es macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, ich würde sagen, ich miete mir jetzt einfach ein. Los. Hallo, ich bin's wieder, Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Und warum ich hier neben einer saulauten Straße und einer saulauten U-Bahn stehe und warum ich hier so eine komische Strapse umhabe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, der Grund für diese Strapse und für diesen Ort ist, der steht da hinter mir. Und zwar ein Lime E-Scooter. Lime kennt der ein oder andere Berliner oder steht da schon. Die sind ja schon eine ganze Weile unterwegs mit so einem Bike-Sharing. Mit den grün, knallgrünen Fahrrädern, wo so eine Limette abgebildet ist. Und die haben jetzt auch E-Scooter. Und ja, das Gesetz ist durch, wenn ich da richtig informiert bin. Das für elektromobile Kleinstfahrzeuge oder so. Und ja, jetzt kann man E-Scooter fahren in Berlin. Man kann sich die Dinger für 1 Euro freischalten und dann für 15 Cent pro Minute rumdüsen. Ich blende hier auch mal eine Bildschirmaufnahme ein. In der App ist erklärt, wie es alles funktioniert. Die Registrierung ist super einfach. Dafür, dass der neu ist, sieht er aber schon. Da muss auch ordentlich jemand lang geschrammt sein. Aber die sehen echt cool aus, sind gut schwer. Und wie der ganze Spaß funktioniert, das will ich euch zeigen. Man scannt hier einfach den QR-Code neben dem Display, steht oben auch da, Scan to Ride. Den QR-Code neben dem Display. Fahrerklingel hat man natürlich auch. Vorne eine Bremse. Hinten eine Bremse, wo man dann drauf tritt. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie komme ich denn an das Teil. Also, für dieses Teil lade ich mir erstmal die Lime-App runter. Die blende ich mal hier ein. Und in der Lime-App. Warte. So, ich mache mal eine Bildschirmaufnahme. So, und in dieser Lime-App werden mir alle Roller angezeigt. Man kann sich sehr leicht registrieren, im Zweifel auch mit Facebook, und dann ist das ganze Ding schon durch. Man kann hier zum Beispiel sein Portemonnaie aufladen, sein Wallet. Man kann sagen, man möchte pro Fahrt bezahlen oder man möchte ein Guthaben aufladen. Man kann hier zum Beispiel auf Hinzufügen. Jetzt könnte ich ein Guthaben hinzufügen. Das mache ich jetzt mal nicht. Über Apple Pay habe ich hinterlegt. Es geht auch PayPal. Und was man noch machen kann, ist, man kann dieses Auto Reload einschalten, wie viel er automatisch nachladen soll, dass wenn man quasi das Guthaben aufgebraucht ist, dass dann wahrscheinlich der Roller nicht stehen bleibt, sondern dass man dann automatisch nochmal 10 Pfund abgebucht werden und man quasi weiterfahren kann. Das ist tatsächlich ein bisschen verwirrend, dass es hier alles in Pfund ist. Ja, weiß nicht, wo da der Haken ist. Ja, und man hat hier auch wunderbar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, in der man sich anzeigen kann, lassen kann, wie das funktioniert. Dann gehen wir mal durch, fahr vorsichtig, trage immer einen Helm, nur eine Person pro Scooter, halte dich an die Regeln, ne, auf dem Fahrradweg und nicht auf dem Gehweg, parke die Scooter richtig, beende deine Fahrt richtig, Regeln und Vorschriften, ich stimme zu. Das habe ich jetzt mal für euch aufgenommen. So. Und wie gesagt, ich habe hier meine tollen Strapse dabei, damit ich beide Hände am Lenkrad habe. Ich miete mir jetzt diesen Scooter. Ich drehe jetzt mal die Kamera rum. Scannen, um zu fahren. Scanne hier den QR-Code neben dem Lenkrad. Und er entsperrt. Und schwupps ist er mir. 27% hat er noch. Dann werde ich euch jetzt mal vorne reinstecken und ein wenig durch die Gegend cruisen. So. Man muss ihn erstmal anstoßen.
Jetzt muss ich natürlich ganz vorsichtig erstmal vom Gehweg runter. Natürlich will ich nur auf dem Fahrradweg respektive auf der Straße fahren. Aber wenn das Teil nun mal auf dem Gehweg steht, ich hoffe, mit dem Wind geht es so, so, und rüber über die Straße und schwupps auf den Fahrradweg. Macht Spaß, ja, geht ein bisschen. Aber ernsthaft, mehr als 18 ist gerade nicht drin. Ich bin vorhin schon mal gefahren, vielleicht liegt es daran, dass er einfach 24% nur noch hat. Ich weiß es nicht. Wir werden es vielleicht herausfinden. Licht hat die Mühle auch. Ja. Ich teste es gerade, ja. Ich habe die Kamera gerade am Laufen. Ich habe es heute auch zum ersten Mal gesehen und deswegen mache ich es gerade. 1 € pro Freischaltung und 15 Cent dann pro Minute, ja. Ich danke dir, viel Spaß. Ja, so lustig ist Berlin. Da wirst du einfach mal direkt angesprochen, wenn du mit so einem Leibroller durch die Gegend düst. Ich trete jetzt nicht mehr, ich fahre ja auf der Straße und gebe Vollgas. Also mehr als 18 km/h sind hier gerade nicht drin, ist aber ausreichend, wie gesagt, für so einen Roller. Hinten hat er auch eine Bremse. So. Fahrt ist beendet, dann schauen wir nochmal. Sperren, pausieren oder beenden. Ich beende. Jetzt darf ich noch ein Foto machen, damit die nächsten Leimer den besser finden. Ja, wie gesagt, also macht Spaß, der Kübel. Er hat hier vorne auch Licht. Ich habe im Dunkeln gesehen, dass es geleuchtet hat. Im Hellen konnte ich es jetzt nicht erkennen, wollte jetzt nicht die Hände vom Lenkrad nehmen. Denn man muss eins dazu sagen, ja, die machen Spaß, aber man muss es halt so ein bisschen üben, damit zu fahren, denn die sind schon ziemlich gerade hier vorne. Ich zeig's mal. So, hier vorne, ne? Und dadurch hast du, wenn du zu weit vorne stehst, hast du immer so ein bisschen das Gefühl, du würdest nach vorne überfallen. Respektive, man muss sich halt stark nach hinten lehnen, wenn man irgendwie eine leichte Bordsteinkante hochfährt. Und dadurch, dass das Ding halt nahezu keine Federung hat, das sieht so aus wie eine Federgabel da vorne, aber wirklich was davon spüren tut man nicht. Dementsprechend ist es natürlich schon ein bisschen ruppig, wenn du so eine Kante hochfährst. Aber wie gesagt, es ist ja auch eigentlich dafür gedacht, auf dem Fahrradweg zu fahren und nicht Bordsteinkanten hoch. Also von daher top, Daumen nach oben, finde ich ganz große Nummer. Denn das sind die Mobilitätskonzepte, wie ich glaube, die wir hier in Berlin benötigen. Wir brauchen mehr solche Anbieter. Roller, Scooter, Fahrräder, denn auch bei der E-Mobility Parade haben wir es gesehen, die Stadt erstickt einfach im Verkehr. Selbst auf dem Samstag ist so viel Verkehr hier und ich kann es euch mal zeigen, was da an Autos gerade kommt. Kann man es da hinten erkennen? Das ist hier echt so eine, das geht hier rum die Straße und da ist 30, da hält sich sowieso keiner dran, davon mal abgesehen. Aber da ist jetzt die U-Bahn, die oben fährt, klar, deswegen heißt sie ja U-Bahn. Wie gesagt, wir brauchen mehr sowas. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich bin Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und wenn ihr uns begleiten wollt auf unseren Touren durch Berlin mit tollen neuen Sachen, die wir so finden und über die wir berichten, interessanten Interviewpartnern, dann klickt hier unten einfach auf Abonnieren. Ja, und schon seid ihr Mitglied der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Völlig kostenfrei und ohne jeden Mitgliedsbeitrag. Nein, Spaß beiseite. Noch die Glocke daneben, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung. Und gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Weil dann wissen wir, dass ihr mehr davon sehen wollt. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gebt auch einen Daumen nach unten. Aber dann schreibt bitte auch in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Denn nur dann können wir besser werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.